Ja, hallo liebe Motodad-Freunde, hier ist der Tobi, euer Motodad, und zwar in einer ja komplett anderen Umgebung. Ich habe mal gedacht, ich hänge meine Simon Soltau-Bilder ab und stelle mir stattdessen eine Vitrine mit einem Matt Saki He-Man und Battlecat hin. Und genau darum geht es. Viel Spaß. Ja, und da ist das Motodad-Intro auch schon wieder vorbei und wir sind natürlich nicht bei mir im Motodad-Wohnzimmer, sondern bei einem guten Sammlerfreund von mir, der dieses wundervolle und ja vor allem auch besondere Motostück sein eigen nennen darf, für das ich ihn übrigens sehr beneide. Sag mal hallo! Hallo! Und natürlich wie immer mit dabei sind auch meine wundervollen und fantastischen Töchter. Heute nicht nur auf dieser Seite, sondern auf dieser und dieser Seite. Ihr seht sie nicht, wie immer. Mein Hund ist auch noch mit dabei. Ja, wie im kurzen Einspieler schon gesagt, geht es heute um den Matt Saki He-Man und Battlecat. Dieses Pop-Art-Kunstwerk, was ja für sehr viel Furore gesorgt hat im Fandom. Die einen finden es cool, die anderen sagen absoluter Müll und was es wirklich ist, das erfahren wir vielleicht in diesem Video. Ganz kurz zu Matt Saki. Matt Saki ist 1984 geboren und war schon immer Künstler und, Quatsch, Entschuldigung, 1974 ist er geboren und 1984 ist er in Tokio inspiriert worden durch eine Masters of the Universe Ausstellung in einem Museum und ist ein großer, international anerkannter Künstler und hat sich mit Mattel zusammengeschlossen und hat dieses Teil hier rausgebracht. Und zwar 2021, also genau in diesem Jahr, wo ich das große Glück habe, dieses wundervolle Ding mir hier auch anzugucken. Tja, bevor wir uns das hier angucken, werde ich euch mal den Karton zeigen, den nicht nur dieses Teil ist wirklich richtig groß, sondern auch der Karton. Und der hat auch eine ganz großartige Qualität, würde ich es mal nennen, denn er ist richtig dick und richtig stabil. Der steht hier neben mir, ist fast so hoch wie diese tolle Ledercouch, auf der ich sitze, die ihr leider nicht seht. Aber hier ist das große Stück. Und so groß ist das. Also Moment, so, jetzt haben wir es. Wirklich wunderschön. Wir gehen mal ganz kurz rein und schauen uns das an. He-Man, ein bisschen anders stilisiert. Ihr seht auch, Battlecat hat den rosa Sattel. Das Motiv ist ein sehr, sehr bekanntes Motiv. Und auf der Seite haben wir das Matt Saki Masters of the Universe Logo. Etwas anders, ja? Sieht ein bisschen aus wie mit Wasserfarben gemalt, aber naja, so ist es. Unten drunter ist ein Graffiti Matt Saki, ja, Schriftzug, ich würde es mal so nennen. An der Seite geht das Artwork natürlich hier auch weiter, genauso wie oben. Und unten, alleine der Karton ist schon unglaublich schwer. Und auf der Rückseite haben wir ein super freundliches und einfaches Gelb. Also, das ist der Karton. Alleine der Karton, den finde ich, den könnte man sich schon tatsächlich irgendwo hinstellen. Er ist wirklich richtig toll. Also, als ich ihn vorhin gesehen habe, ja, ich fand es richtig cool. Ich zeige euch nochmal He-Man. Hier seht ihr die kleinen, feinen Unterschiede mit dem rosa Höschen und dem rosa Battlecat-Sattel. Also, ja, viele finden das nicht schön. Es ist wie allem bei Mutu, man muss die Sachen meistens, ob das Origins, Revelation, Vintage oder vielleicht auch die Little People von Fisher-Price, vielleicht muss man es manchmal in Hand sehen und hier steht er und er ist groß und das ganze Ding gucken wir uns jetzt einfach mal im Close-Up an. Viel Spaß. Ja, dann schauen wir uns mal den Matt Saki He-Man on Battlecat an, wie der genau ausschaut. Ja, als erstes schauen wir mal auf das Zertifikat. Das ist natürlich jetzt in eine Hülle gepackt und wir können es jetzt nicht rausholen.
Und ja, so sieht der Battle Cat aus. Das ist der typische Style von Matsaki. Sehr bunte, grelle Farben und dann diese, ja, ich nenne es mal ausgelaufene Augen. So ein bisschen total creepy. Ja, und viele haben ja neben den knalligen Farben auch tatsächlich genau dieses, ja, verunstaltete, wie es viele nennen, gesagt oder kritisiert. Und ja, das ist aber tatsächlich die Handschrift dieses Künstlers. Ein orangener He-Man. Da soll man auch jemand mal sagen, der Mini-Comic Treeclops von Mattel Creations wäre orange gewesen. Ansonsten sind die Formen natürlich grandios. Es ist eine 1:1 Abbildung der Vintage-Figuren. Und der Battle Cat, der Sattel ist tatsächlich ein Scalp, also das ist nichts, und wir sehen es auch hier bei der Rüstung, es ist ein Scalp, das kann man also nicht ja, abnehmen, man hat es dann so angemalt, und auch hier am Sattel, am Schwanzansatz sieht man das, dass es ein Scalp ist, ansonsten ja, einfach grandios, muss man dazu sagen, und ich kann euch wirklich versichern, auch wenn man da sicherlich eine gewisse Kritik haben kann und auch darf, ja, denn Kunst, ja, über Kunst lässt sich nicht oder vielleicht doch manchmal streiten. Es ist ein wirklich außergewöhnliches Schmuckstück. Und wie gesagt, hier sehen wir sie nochmal, die Elemente von Matsaki. Dieses, ja, sieht aus wie so ein bisschen ausgedrückte Augen, ein bisschen ziemlich arg. Und auch hier sehen wir wieder diese Sprenkel. Also viele sagen, das ist unsauber, das ist nicht schön. Das ist aber eine der weltbekannten Handschriften dieses Künstlers. Und natürlich schauen wir uns das Ganze auch nochmal von der anderen Seite aus. Hier ist das Bein ein bisschen verdreht von He-Man. Aber gehen wir erstmal zur Schnauze oder zum Helm vom Battle Cat. Ja, hier sieht man das auch nochmal. Ja, es hat auch schon aufgrund der Kuriosität dann auch wieder etwas Faszinierendes, ja. Ja, hier ist das Zauberschwert, hier fehlt natürlich der Steg, den hat man nicht modelliert, der wäre zu schnell gebrochen, höchstwahrscheinlich. Das Zauberschwert kann auch aus der Hand genommen werden, alles natürlich sehr, sehr empfindlich, sehr, sehr fein, ja, es ist nicht besonders fest in der Hand. Und hier sieht man das verdrehte Bein von He-Man mit den rosa Stiefeln. Und jetzt schauen wir einfach mal ganz unten. Hier ist die Signatur von Matsaki unten am Bauch von Battle Cat. Eine wirklich großartige Figur, eine großartige Kunst. Ja, auch für die, die es nicht gefällt, akzeptiert das. Es ist etwas Tolles und auch etwas wirklich Besonderes. So, meine Lieben, ja, jetzt haben wir uns den Matsaki, He-Man und Battle Cat so mal ein bisschen im Detail angeschaut. Und ja, ich hoffe, ihr könntet mal richtig schöne, detaillierte Eindrücke von diesem Kunstwerk hier gewinnen. Ja, ich habe mich jetzt mal neben diese Vitrine gestellt. Ich stehe total lustig da. Ihr könnt es aber zum Glück nicht sehen. Und was fehlt jetzt noch? Ja, natürlich, es fehlt der Vergleich zum Urvater von diesem Werk hier. Und natürlich habe ich das auch hier. Da ist er, der Original He-Man und Battle Cat aus Anfang der 80er Jahre. Und ich will euch hier einfach mal verdeutlichen, wie groß dieser Matsaki He-Man und Battle Cat ist. Dieses ja, bunte, knallige Kunstwerk und was da wirklich auf euch zukommt. Vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt doch Interesse, sich den Matsaki zu besorgen. Und weil er gesagt hat, gefällt mir vielleicht doch. Es ist natürlich etwas ganz Spezielles. Aber hier der Größenvergleich zeigt natürlich ganz, ganz deutlich, dass wir hier nicht nur um das Doppelte, sondern vielleicht sogar um die dreifache Größe eines Vintage He-Man und Battle Cat sprechen. Ich finde, die passen sehr, sehr gut zusammen. Und ob ich finde, dass man sich dieses Ding nach Hause stellen sollte oder nicht, das erfahrt ihr jetzt im Schlusswort. Ja, meine Lieben, das war das Video, der Bericht, das Review, der Kunstausblick zu dem meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr spannenden, inspirierenden und ja, ich sag's auch wundervollen und schönen Matsaki, He-Man und Battle Cat. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Jetzt habt ihr es mal im Detail gesehen. Sicherlich, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, so eine Art Pop-Art, Pop-Kunst, Statuenwerk, aber letzten Endes glaube ich, dass man die Arbeit des Künstlers in Zusammenarbeit mit Mattel hier doch würdigen sollte und
Wir wissen alle, wenn wir ins Kunstmuseum gehen, nicht jedes Bild gefällt uns. Habe ich schon wieder einen Hänger gehabt. Der bleibt aber jetzt drin, meine Lieben. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Statuenkunstwerk ansehen zu dürfen, zu reviewen zu dürfen. Es ist für mich eines meiner Highlights auf meinem Kanal und ich werde jetzt auf alle Fälle gleich noch ein bisschen spielen gehen und zwar mit denen, mit denen man auch spielen kann, weil das wäre viel zu schade. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Video. Schreibt mir eure Meinung rein, gebt dem Video einen Daumen, unterstützt somit auch den Künstler, denn wenn wir seine Kunst verbreiten, ist es immer etwas Schönes. Und ich kann nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit. Bleibt gesund, meine Lieben, und vor allem bleibt anständig. Ich bin der Tobi, euer Motu-Dad. Das da hinten ist mein Freund, der mir das ermöglicht hat. Sag mal tschüss. Ciao. Und das sind meine wundervollen Töchter. Tschüss. Tschüss. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Kunst stöbern. Macht's gut, meine Lieben. Ciao. Der bleibt drin.